Ja, hallo willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Wir sind immer noch in der Forschungseinrichtung seit ungefähr 2-3 Parts und suchen immer noch ein Hilfsmittel, ein Heilmittel für Sophie, meine ich natürlich, damit sie wieder funktioniert, weil sie ist ja irgendwie ein Humanoid und ja, deswegen müssen wir sie irgendwie in eine Maschine suchen, die sie repariert. Und anscheinend haben wir was gefunden. Is this the machine that can fix Sophie? Please set Proto's haste down here, if you will. I will begin the procedure. Damage isolated. Initiating particle restoration. Here we go. Zero. 10. 40. 70. 90. Sophie, hang on. Sophie, can you hear us? Hang in there. You're not alone. We're right here. What's wrong? It'll be okay, Sophie. I promise. The particles that comprise its mind are beginning to flow backward into the repair system. Sophie! What the? Is that Sophie and Pascal? What's happening here? Don't look at me! How should I know? Some of the particles that float into the system have assembled themselves into visual form. Pascal! Wait! Okay. If this is a visual form of Sophie's mind, does it mean that we're actually seeing her feelings? There's more. Guys, they're harmless! Come and take a look! Okay. Also in Pascal sieht sie irgendwie eine Kidnapperin, würde ich mal sagen. Aber ja. Die scheint Prozess Erinnerung zu sein. Ihr solltet sie vermutlich untersuchen. Okay. Melly. Okay. Ja. Lehrer, würde ich mal sagen. Sophie. Ich war noch nicht fertig, hallo? Ich war noch nicht fertig, Mann. Now what? Richard? Sind die noch da? Okay. Hubert. Malik sieht sie einen Lehrer, den sie alles nachmacht. Jo. Hubert irgendwie
ja, jemand, der sie immer wieder beschützt. Hat man ja gesehen so am Ende, wie er so vor sich geblickt hat. Ist ja jemand, der ihm aufhilft. In Sharia. Ja, Sharia nimmt sie an Hand und ja, sag mal, zeigt ihr Zeugs. Das ist eigentlich schon so perfekt zusammengefasst, wie man das da sieht. Ja, und da war, glaube ich, das erste Treffen zwischen den beiden. Ja, ich bin nicht gut, soweit irgendwie symbolisch zusammenzufassen. Es hat alles eine Symbolik, das davon bin ich überzeugt. Und ich habe sie auch verstanden, aber ich kann sie nicht wiedergeben. Tut mir leid. Dann müsst ihr euch andere Let's Play angucken. Ja. Du sagst immer noch das Gleiche. So, Richardo. Was ist mit dir? Why is Richard the only one she's attacking? Well, I can't say I blame her. He is the one who stabbed her, after all. Maybe, but abgestochen, still... ins Gesicht geschossen. Ja, den kennen wir doch. This can't be. It's Lambda. I must destroy him. Everyone, get out. Right now. Sophie, watch out. Focus, this'll be tight. Das ist doch nur eine Projektion, hallo? Lambda in der Form von vor 7 Jahren, als er Espels Leben für immer veränderte. Ja. Was eine Überraschung. Wo der auf einmal herkommt. So, jetzt haben wir genug gespammt. Jetzt werde ich heftig auf den AA gauen. Jetzt kann ich auch die ganzen Viererangriffe machen. Hallo? Aua. Na, gucken wir mal. Ich treffe den von hier aus, geil. Okay, würde ich mal erstmal Grabklinge aufballern, würde ich sagen. Oh mein Gott, Malik. Und jetzt kommt er in seine Dings. Los. Nein, warum jetzt? Er kommt immer irgendwie in sehr unpassenden Situationen, finde ich. Dafür, dass wir irgendwie voll überlevelt sind, meiner Meinung nach, kriegen wir trotzdem noch voll aufs Maul. Vor allem Malik jetzt, wenn er getroffen wird, im gefrierten Zustand. Aber ja. Ah. Und zack, Grabklinge. Oh, okay, jetzt zaubert er auch noch. Lecko Mio. Er ist schon wieder im Elfschub. Wie lange ist er denn im Elfschub? Futsch. Gibt's doch nicht. Ah, er kotzt uns an, glaube ich. Und Sharia, pass auf. Oh, du warst im Dingens, im Nova-Zustand. Stimmt ja, Nova. Da war ja was. So, hier. Bleib mal gestunt. Du bist ja wohl irgendwie, ja, bist sowas von anfällig dagegen. Richtig mal treffen will er damit. So, lass uns mal heilen hier. Gut.
Zack. Du willst mich? Nein. Nicht zaubern. Nicht zaubern. Über mein Borscht gekocht. Oh, hi. Nova. Upgrade. Meine PS3 geht schon wieder volle Möhre ab. Ah. Oh. Was haben wir mal FP bekommen? Mit Sophie ist nur da hinten. Diesen Sarg, sag ich mal. Mithrilhandschuh und Dunkelscheinkristall. Wow. Entrüstung haben wir gelernt. Ich meine Indignation. Wunderbar. So, that was Lambda? Sieht so aus. Was? Macht sie jetzt einen auf Colette? Aspel? Sophie! You're awake! We did it! You're all here. Sophie, can you see us? How do you feel? Is everything okay? Yes, I think so. Oh, Sophie, I'm so glad you're all right. You all saved me. Thank you. It seems you have failed to eliminate Lambda, Protos Haze. The mission I have to complete? What was it? Why does it hurt to remember? Sophie? How odd. I was sure the particle reconstruction was a complete success. Life maintenance functions appear to be fully restored. But I do see some problems with the information integration. Would you mind returning to the machine we used earlier? I'd like to make some final adjustments. That's fine. Can you make it, Sophie? Yes. Very well. Let's go back. Jo. Sophie ist wieder nicht. Okay. Immer noch nicht. Na gut. Dann nehme ich Brot. Und wir es können. So. Es gibt guter Grund. What did you mean by information integration problems? You said Protos Haze has no memories from before a certain point in time, correct? When we first met her, Sophie had lost her memories. That was about 7 years ago. I don't know what transpired before that point. But the missing parts surely include memories of how Protos Haze came to Aphinia. Do you think you'll be able to recover them? I will not actually be restoring memories. But I will assist Protos Haze in recalling the reason it was sent to Aphinia. The reason she came to our world. Okay. Na gut, mal hier noch die Objektzeit. Okay, können wir wieder einen packenden Schnitt machen. Jetzt müssen wir auch wohl gehen wir noch schnell leiden. Ja. Wo man kann doch von der einen Seite, glaube ich, dahin. Egal. Ich meinte erstmal einen Schnitt. Dann werde ich ausgehen, ein bisschen dahin latschen. Aber ja. Wir sehen uns dann jedenfalls wieder in diesen einen Raum. Und bis dahin sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.